Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video geht es um die Pflege vom Buchsbaum. Fast jeder hat in dem Garten eine sehr beliebte Pflanze in Deutschland und am besten gedeiht sie, wenn man sie halbschattig pflanzt. Wenn man zu viel Sonne bekommt, dann verbrennen die Pflanzen leider relativ häufig und wenn sie zu dunkel ist, dann wächst der Buchsbaum sehr, sehr langsam. Oft wird er gern als Hecke eingesetzt, von daher, wenn er dann im Schatten ist, würde es viel zu lange dauern und mit den richtigen Pflegehinweisen, ja, wächst und gedeiht der Buchsbaum sehr gut. Man kann jahrelang was davon haben. Und was zur richtigen Pflege gehört, das möchte ich euch jetzt hier in meinem weiteren Video erzählen. So kommen wir auch gleich zu unseren ersten beiden Punkten. Das ist nämlich das Gießen und das Düngen. In der Regel ist es so, dass ein Buchsbaum gerade in der Größe, wie ihr meinen gerade gesehen habt, nicht gegossen werden muss. Es sei denn, es ist sehr heiß und sehr lange sehr trocken, was in den letzten Sommern häufig vorgekommen ist. Dann könnt ihr den Buchsbaum gerne in den frühen oder in den Abendstunden gießen. Empfehlen würde ich euch, die frühen Stunden zu empfehlen, damit das Wasser dann auch ja abtrocknet in den Abendstunden und so kein Nährboden für Schimmel bilden kann. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann in den frühen Morgenstunden zu wässern und Pflanzen oder Buchsbaumpflanzen, die jetzt im Topf gehalten werden, im Kübel gehalten werden, die müssen natürlich regelmäßiger gegossen werden. Darauf solltet ihr halt achten, dass das Erdreich niemals komplett austrocknet. Kratzt immer mal so ein bisschen mit dem Finger dran und wenn die obere Erdschicht angegossen ist, dann könnt ihr auch wieder nachgießen. Passt aber bitte auf, dass keine Staunässe entsteht. Beim Düngen gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Wer regelmäßig düngen will, kann das mit organischen Dünger machen. Das ist Kompost, Blutmehl, Hornspäne. Da solltet ihr das dann in der Wachstumsphase, so vom Frühjahr bis in den Spätsommer, knapp in den Herbst hier rein, regelmäßig machen. So ja, alle 4 bis 6 Wochen. Und wer sich nicht ganz so viel Mühe geben will, der kann halt auch auf Depotdünger zurückgreifen. Das sind so kleine Kügelchen. Die legt ihr ran und dann braucht ihr nur im Frühjahr düngen und im Spätsommer. Das favorisiere ich in dem Fall, da man sich nicht so regelmäßig drum kümmern muss. Einen richtigen Dünger kann ich euch gern einmal unten in der Videobeschreibung verlinken. So kommen wir zu der nächsten Pflege oder zum nächsten Pflegeschritt, der ganz, ganz wichtig ist. Das ist nämlich der Rückschnitt. Wer möchte, dass sein Buchsbaum schön in Form bleibt, muss einige Sachen beachten und zwar den richtigen Rückschnitt. Es gibt hier im Prinzip 2 Rückschnittarten. Einmal den groben, den macht ihr im Frühjahr. Das kann so von März bis April sein. Da schneidet ihr die Pflanze also so in Form, wie ihr sie haben möchtet. Und dann im weiteren Jahresverlauf kürzt ihr die Pflanze im Prinzip immer nur ein. So 2 Drittel der Neuaustriebe, die nachgewachsen sind, werden dann abgeschnitten. Aber das Allerwichtigste beim Rückschnitt vom Buchsbaum ist sauberes und vor allem scharfes Werkzeug. Ich habe mich jetzt hier von Fuchstek für die Akku-Heckenschere entschieden. Zum einen, weil sie 40 Volt Powerleistung hat, zum anderen, weil sie verdammt scharfe Schneiden hat. Und was ich sehr cool finde, das möchte ich euch einmal zeigen, dass man den Griff hier bewegen und anpassen kann. Somit kann man halt auch wirklich schöne Sachen in Form schneiden. Die beiden Geräte hier, beziehungsweise das hintere Gerät für größere Hecken zum Beispiel, wenn der Buchsbaum größer ist oder halt auch andere Hecken, kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Das ist jetzt Werbung, was ich hier mache, aber ich finde die Geräte wirklich toll. Deshalb verlinke ich sie euch unten mal in der Videobeschreibung. Wirklich cool finde ich tatsächlich diesen drehbaren Griff. Das haben viele Geräte nicht. Ansonsten auch ein Spitzengerät mit 40 Volt Akkuleistung, also ordentlich Dampf. Ich habe jetzt hier den 2 Ampere Stunden Akku, gibt aber auch noch einen mit 4 und ich kann euch sagen, damit kommt er wirklich ziemlich, ziemlich weit. Ja, wichtig halt, dass man sauber schneidet. Warum? Einfach aus dem Grund, sobald hier die Äste oder die Blätter gerissen oder gequetscht werden, dann entstehen Schnittstellen, die sich nicht schnell genug verschließen können. Und dann ist der Buchsbaum sehr anfällig für Pilzerkrankungen. Das sieht man leider immer wieder und ist auch sehr häufig, mit häufiger sogar als der Buchsbaumzinsler, der auch so ein Problem darstellt. Aber diese Pilzerkrankungen kommen halt, wenn man die Pflanze falsch schneidet. Achtet auch darauf, dass ihr sie nicht in der prallen Sonne schneidet, dann verbrennen die Schnittstellen und an Regentagen solltet ihr auch nicht schneiden, weil dann wiederum die Gefahr für Pilzerkrankungen steigt. Ja, ich bin ja gerade, als ich über das Schneiden erzählt habe, schon mal auf den Buchsbaumzünster und auch auf den Pilz, also das sogenannte Triebsterben, zurückgekommen. Das ist, wie gesagt, leider häufig. Wenn euer Buchsbaum einmal von dem Buchsbaumzünster befallen ist, zeige ich euch in 2 anderen Videos, was man dagegen tun kann, beziehungsweise in einem Video erstmal, wie man den Buchsbaumzünster vorbeugen kann und einem anderen zeige ich euch eine gute Maßnahme, wie ihr ihn wieder los wird. Ich verlinke euch die Videos hier einmal hintereinander, schaut es euch bitte einmal an. Bei dem Triebsterben mit dem Pilz sagte ich ja schon, wichtig ist hier Stichwort
sauberes und scharfes Schnittwerkzeug zu verwenden. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil das ist ein sehr häufiger Grund, dann die Wetterlage zu beachten, nicht bei Regen schneiden. Und wichtig ist auch, dass nicht über- oder unterdüngt wird und dass der Boden auch nicht zu sauer ist von dem, wo der Buchsbaum gepflanzt ist. Denn das macht ihn wiederum auch anfällig für Krankheiten, auch für die genannten Pilzkrankheiten. Also da solltet ihr in jedem Fall darauf achten, dass ihr da gut vorsorgt und dann hinterher nicht das graue Erwachen bekommt. Sollte der Buchsbaum vom Zünsler oder halt auch von dem Pilz befallen sein, dann müsst ihr ihn entsorgen. Ich würde euch auch empfehlen, die Pflanze dann über den Hausmüll zu entsorgen, nicht bei euch im Gartenkompost, weil das einfach das Problem ist, dass sich Pilzerkrankungen zum Beispiel dort auch vermehren. Und wenn ihr dann die Erde wieder irgendwo anders hinbringt, dann habt ihr den Pilz an anderer Stelle wieder. Das Gleiche, wenn ihr einen Buchsbaum schneidet, der den Pilz hat, dann habt ihr die Sporen hier auch an eurer Schneide von der Heckenmaschine und Heckenschere. Und wenn ihr dann den nächsten Buchsbaum schneidet, dann überträgt sich der Pilz oder kann sich der Pilz an diese Pflanze auch übertragen. Also da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Ja, das war das Video zur Pflege des Buchsbaums. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!